Mandeln. Yay. Los geht's. Oh. Hast du gebrannte Mandeln gesagt? Hallo ihr Lieben. Hi. Herzlich willkommen bei DIY Inspiration und herzlich willkommen zu unserer Kirmes, Leute. Also wir dachten ja, es ist ja mittlerweile gerade Kirmeszeit. Also ja. Sehr also, irgendwo gibt es Kirmes. Ich habe schon ein paar Plakate gesehen. Mhm. Und heute ist eben Katja und Kadis Kirmes. Und wir haben ein paar richtig coole Sachen vorbereitet. Ja, natürlich, Leute. Also wir haben viele Süßigkeiten. Wir haben die Waffeln, wir haben schöne Haribo-Süßigkeiten, wir haben die so saures, ne? Ja, natürlich. Wir haben natürlich Popcorn, Leute. Und ich meine, Popcorn haben wir auch extrem viel. Also wir haben einmal. Ja, das müssen wir gleich noch alles schön irgendwo reinfüllen oder so, ne? Popcorn, Karamellpopcorn, aber warte mal, das ist mit Brezel auch noch, ne? Das ist richtig lecker. Muss jede Menge Zuckerwatte auf jeden Fall da sein. Also wollen wir das eigentlich so im ganzen Eimer dann verkaufen? Also dass man sich so einen ganzen Eimer mitnehmen kann? Theoretisch schon. Ich glaube, das wäre, glaube ich, irgendwas, was am meisten Sinn ergibt, oder? Wir können versuchen, es in einen Stiel oder so reinzubringen. Wir haben auch noch eine Popcornmaschine, aber nicht Popcornmaschine, eine Zuckerwatte. Wir machen das, wir verkaufen das in ganzen Eimern, oder? Ja, das wird doch auch. Die Mini-Dickmanns haben wir auch noch. Ja, natürlich. Etwas zu trinken. Muss natürlich sein, Leute. Und man kann was gewinnen. Man kann auf jeden Fall was gewinnen, Leute. Wir haben heute so ein Glücksrad, wo wir, ich würde mal sagen, wir würden einfach nur sagen, so Pink und noch vielleicht andere Farbe ist auf jeden Fall eine Gewinnerfarbe. Man muss hier ein bisschen mal gucken. Und man kann hier bei uns zum Beispiel Überraschungseier gewinnen oder riesengroße Kuscheltiere. Wow. Ich hoffe nicht, dass sie unsere Kuscheltiere gewinnen. Die wollen wir ja eigentlich behalten. Aber eigentlich schon. Kati möchte ich haben, Leute. Die Kati, die gehört ins DIY-Studio. Was wir noch auf jeden Fall haben werden. Gebratene Mandeln, die wir noch machen müssen. Genau. Wir müssen sie noch brennen. Auf jeden Fall. Und wir haben noch Schokotrauben. Ja, und die müssen wir auch noch vorbereiten. Mhm. Und noch ein bisschen was Herzhaftes. Ja. Wir haben noch kleine Mini-Pizzen. Ja, also kleine. Ich glaube, es ist für jeden was dabei. Ne? Es ist wirklich, wir haben einfach nur extrem viel Zeug hier. Und ich würde mal sagen, wir starten sofort, ne? Ja, los geht's. Los geht's. So, wir machen jetzt gebrannte Mandeln. Yes. Ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich gebrannte Mandeln mache. Und wir brauchen etwas zum Abwiegen. Ich versuche das jetzt einfach mal so. Genau. Wir müssen nämlich in die Pfanne 100 Gramm Zucker geben. Es ist wirklich zum ersten Mal so. Mama Eva ist nicht da. Und wir sind beide. Genau, vielleicht ist dir schon aufgefallen, heute machen wir diesen Shop. Eva ist da, die kommt auch gleich. Aber wir haben einfach mal gedacht, wir wollen auch mal einen Shop eröffnen. Ganz ohne Eva. Das wird die. Okay, Cringe Alert. Das wird die KKKi. Kati Katja Kirmes. Genau. Frag mich nicht warum. Ich hab keine. So, das sind jetzt 100 Gramm, also 99 Gramm, aber so, dazu noch ein bisschen Vanillezucker. 99 Gramm, also Kati, das ist. Nee, jetzt ist es doch 100, ist auch umgesprungen. Okay, gut. Ich wollte gerade sagen, das passt doch gar nicht. Vanillezucker und Zimt. Also sieht gerade einfach nur wie so ein. Nicht wirklich interessant, aber ich meine, Leute, wir packen da noch Mandeln rein und dann wird es auf jeden Fall auch lecker. Wir haben. Ich hab Zimt gefunden. Oh, hast du? Wunderbar. So. Es stand ein gestrichener Teelöffel dabei. Ich habe jetzt einfach mal so ein bisschen Zimt reingegeben. Ja, passt. Und jetzt noch 100 Milliliter Wasser. So, hier erhitzen das Ganze jetzt hier gerade. Appetitlich sieht das aus. Und verwirren ist gut. Naja. Aber bald wird auf jeden Fall es wird schön sein. Also es wird auf jeden Fall lecker und es riecht auch schon richtig gut. Ja, das riecht nach Zimt. Das ist nach Zimt und Zucker. Und es muss jetzt noch karamellisieren, damit wir da unsere Mandeln reinpacken können. Und, also Kathi ist immer noch dabei tatsächlich. Hier. Und Leute. Rühren, Baby, rühren. Ich sag gar nichts dazu. Leute, wir haben hier noch wunderschöne Weintrauben. Die sind. Teste mal, die schmecken schon. Ich hab schon einmal getestet. Und Leute, wir haben hier unsere Schaschlikspieße und Kakaoglasur, was ich jetzt gleich in die Mikrowelle reintun werde. Und die ganzen Weintrauben. Wir haben auch noch eine Zitronenglasur. Ja, stimmt. Können wir auf jeden Fall ja machen. Oh mein Gott, ich würde mal sagen, wir müssen schon mal einen Mandel da reintun, oder? Nee, ich glaube, es muss noch ein bisschen. Noch ein bisschen runter. Es ist ja noch ganz flüssig. Es muss noch irgendwie karamelliger werden. Noch ein bisschen karamelliger, okay, alles klar. Ja, Leute, ich werde jetzt unsere Glasuren in Mikrowelle reintun und dann tue ich unsere wunderschöne Weintrauben auf die Spieße und. So was kaufe ich mir auch immer richtig gerne auf Akiris. Ja, und auch zum Beispiel mit Erdbeeren auch noch. Aber wir haben heute Weintrauben. Ja, oh mein Gott, sehr lecker. Okay, let's go. So ganz erfahren sind wir damit ja nicht, aber wir haben so das Gefühl, langsam ist es sehr karamellig. Ich werde jetzt einfach mal die Nüsse dazugeben. Mandeln meine ich natürlich. Man kann das natürlich auch mit Nüssen machen, ne? Also wie man mag. Sind Mandeln nicht Nüsse?
Naja, also wenn du einen Experten fragen würdest, würde er bestimmt sagen, Mandeln sind keine Nüsse. Echt? Weil, warum sind die nicht? Die sind jetzt gerade so ein bisschen auf mittlerer Hitze unterwegs. Ach, mach mal noch ein bisschen und dann... Weil noch ist hier nichts, es muss jetzt ja wieder so kristallisieren, ne? Ja. Ach, das muss, glaube ich, die müssen, glaube ich, aber erstmal abtropfen, so wahrscheinlich, oder? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Sieht aber schon schmecken. Ich glaube, es muss in der Pfanne jetzt nochmal wieder so ein bisschen kristallig werden gleich. Okay, alles klar, dann probieren wir einfach weiter unser Glück. Boah, guck mal. Ich glaube, jetzt müssen wir sie gleich rausholen. Wir müssen die jetzt schon rausholen, denke ich mal. Guck mal. Guck mal, wie cool die aussehen. Passt doch. Mal hier ein bisschen ausbreiten, dass die abkühlen können. Boah. Oh mein Gott, wie cool. Wir sind gerade noch richtig heiß. Guck mal, wie hier der Zucker jetzt so, wie das kristallisiert ist, ne? Ja, krass. Guck mal, da sind noch ein paar. Selbstgemachte gebrannte Mandeln. Yay. Oh, wie schön, Katja. Katja macht das voll ordentlich, voll schön. Ich versuch's. Wir haben schon hier sowas vorbereitet, da kommen die gleich drauf und dann kommt die Schokolade da drüber. Mhm. Ist die noch in der Mikrowelle? Die Schokolade ist schon hier. Die ist schon geschmolzen. Okay, ist schon komplett geschmolzen? Mhm. Oh ja. Ja, ist schon richtig gut. So, ich würde mal sagen, ich würde noch den Spieß jetzt zu Ende machen dann. Ich kümmere mich jetzt mal hier um die Pizzen. Die kommen nämlich jetzt in unseren Backofen. Los geht's. Oh. Ja. Das ist mir auch schon mal passiert, Katja. Oh, vielleicht können wir die direkt darin so wälzen. Ja, deswegen, das versuche ich gerade. Oh mein Gott, oh nein, oh nein, oh nein, das ist wirklich ein... Oh, okay, ein Desaster, Leute, ein Desaster. Ein Desaster auf der Kirmes. Kakaki. Ich gehe mal lieber zu den gebrannten Mandeln über. Die sehen nämlich richtig gut aus. Und probiere einfach mal. Ich schmecke auch richtig gut. Oh. Sehr gut. Ich versuche es gerade irgendwie zu retten hier. Das sieht aber auch richtig gut aus. Das wird hinter keiner merken. Naja. Vielleicht brauchst du noch einen Teller, wo die, du die zum Trocknen drauflegst. Soll ich dir noch einen geben? Ja, bleib ich stehen einfach nur mit meinem Desaster, was da passiert ist. Aber am besten einfach immer drehen, damit die Schokolade sich überall verteilt. Ja, also ich warte hier auf jeden Fall die ganze Zeit, aber also eigentlich sieht schon sieht sehr, sehr gut in Ordnung aus. Sagen wir mal so. Hauptsache es schmeckt, Katja. Guck mal, was ich hier in der Zwischenzeit rausgeholt habe. Das sind ganz viele kleine Mini-Pizzen. Ich gucke gleich nochmal nach, welche Sorten das waren. Ich sehe hier irgendwie Spinat und das ist, glaube ich, Margarita und Käse oder so. Die werden wir jetzt erstmal backen. So, die arme Katja ist immer noch beschäftigt mit den Weintrauben. Die Zitronenglasur ist überhaupt nicht gut gelaufen, Leute. Deswegen würde ich hier vielleicht noch wieder ein bisschen Ja, kann man ja so zweifarbig machen. Die sind immer besonders beliebt. Ich habe währenddessen schon mal hier so ein bisschen was aufgebaut. Wir haben hier einmal diese typischen Waffeln und die kleinen Mini-Dickmanns. Wir haben Getränke. Wir wissen, bei der Kuh kommt es immer gut an, wenn wir Capri-Sonne da haben. Capri-Sonne ist das typische. Und ich habe hier gerade so ein paar Schälchen hingemacht. Da wollte ich jetzt die verschiedenen Popcorn-Sorten rein verteilen. Und dann haben wir ja hier noch so eine Süßigkeiten-Ecke. Da muss ich mir auch noch gleich überlegen, wo ich die noch hintue. Und die kann man sich dann noch in so Tüten abfüllen lassen. Ja, Zuckerwatte und die Pizzen, die sind auch im Ofen. Also es sieht gut aus. Ich glaube, wir können gleich unsere Kundschaft einladen. So langsam. Ich warte hier gerade die ganze Zeit vor der Mikrowelle und hoffe... Oh, jetzt habe ich was gehört. Ich hoffe, dass das mit dem Popcorn hier klappt. Also bisher habe ich noch nicht so viel gehört. So, fürs Glücksrad haben wir uns noch was Süßes überlegt. Und zwar gibt es hier einmal so ein Emoji, so ein Glitzer-Emoji. Das ist der Hauptgewinn. Und ein Hauptgewinn ist, dass man sich ein Kuscheltier aussuchen darf. Vielleicht kannst du einmal die Kamera nehmen. Mhm. Dann klebe ich den mal drauf. Wo kleben wir denn drauf? Auf welche Farbe? Boah, ich glaube, es ist egal, ehrlich gesagt. Ich drehe mal einmal und da klebe ich es dann hin. Ja, hier. So. Und die Avocado, die sich freut, die steht dafür, dass man sich dann eine Packung Überraschungseier aussuchen darf. Oh. Mit einer Disney-Prinzessin. Und das können wir vielleicht einfach hier so hinmachen, oder? Mhm. Genau. So, ich bin mal gespannt, ob heute jemand was bei uns gewinnt. So, Popcorn ist fertig. Ich bin mal gespannt. Ich wollte es auch nicht zu lang drin lassen. Das ist auf jeden Fall das salzige Popcorn und die anderen sind ja die karamelligen. Salzig. Schmeckt gut. Ich glaube, die Mini-Pizzen müssten jetzt auch langsam fertig sein. Mhm. Und wir müssen noch unsere Kunden einladen. Ja, das stimmt auf jeden Fall, Leute. Also es ist auf jeden Fall vieles da. Und die Mandeln sind so lecker. Ich habe schon ein paar probiert. So, wir haben schon unsere Crewmitglieder eingeladen und ich hole gerade auch schnell die Pizza raus. Die Pizza sieht richtig lecker aus. So. Dann kann es eigentlich... Mhm. Oh, da ist schon jemand. Oh mein Gott. Wer... Aber ich meine... Ich meine... Ja, okay. Ja, klopfen.
Ja, gut. Kirmes. Kirmes bei uns. Ich bin völlig überwältigt gerade. Oh, es gibt Sachen zu gewinnen. Ja, natürlich. Es gibt Spielzeuge zu gewinnen. Es gibt den Spieltrieb von Claudio. Es gibt Ü-Eier zu gewinnen. Man merkt bei mir tatsächlich, ich bin immer bei der Kirmes, meistens immer bei den Sachen, wo man was gewinnen kann. Meistens verliere ich. Ich werde es mal kurz erklären. Ja. Hier, das ist der Hauptgewinn. Ja. Und hier, sind Überraschungseier. Und Hauptgewinn ist, dass du dir ein Kuscheltier aussuchst. Hä, und der Rest ist nix? Ja. Der Rest ist nichts. Der Rest ist Trostpreis. Du darfst dafür fünfmal drehen. Okay. Trostpreis ist eine Kopfbedeckung, eins okay, davon. Okay, warte, Moment, ich dreh mal. Warte, okay, ich dreh. Und du darfst natürlich dich hier... Ja, hey. Ja, hey. Ja, ey. Hey. Ja, ey. Ihr habt gesagt, drehen. No. Okay, okay, ich dreh mal. Ich will direkt gewinnen, wie ich will. Ui, was geschieht denn? Okay, wir kommen zum Essen. Ja. Okay. Also, wir haben jede Menge saure Süßigkeiten. Wir haben Popcorn aller Art. Das ist salziges, das ist Karamellpopcorn. Und mit Brezeln? Einfach Karamellpopcorn? Wir und salziges? Machst du salziges Popcorn? Mini-Nickmans und diese Waffeln. Wir haben hier selbstgemachte Weintrauben im Schokomantel. Wir haben aber auch herzhafte Sachen da. Wir können die kleine Pinsen mitgeben. Wir haben Zuckerwatte da, wir haben Getränke da und hier haben wir selbstgemachte gebrannte Mandeln. Worauf hast du Bock, Claudio? Auf was komm. Hast du Lust? Ihr müsst wissen, mein Lieblingsobst sind tatsächlich Trauben. Ja? Mm. Ja, aber ich mag nicht. Doch, ich würde eine nehmen. Du würdest eine nehmen. Ja, ich bin nicht so der Süßigkeiten-Fan. Aber. Einfach einen Teller aber, raus, dann kannst du ja. Teste doch mal. Oder danke. Du kannst auch so halten. Ja, ich teste mal. Ja. Ich habe, glaube ich, auch gesehen, dass da noch jemand vor der Tür ist. Hm. Ellie? Ja. Willst du reinkommen? Ja. Wir haben noch eine Kundschaft. Noch Ellie, ja. Und? Schmeckt gut. Schmeckt gut? Ja. Okay. Hallo Elli. Hallo. Herzlich willkommen auf Katja und Katis Kirmes. Dankeschön. Katja und Kati. Herzlich willkommen auf dem Rummel. Hier riecht es halt so, es riecht bis oben nach Popcorn. Ich hätte gerne ein Pizzastück. Pizzastück, okay, ja. Natürlich. Geht das mit auf den Teller? Ja, klar. So, welche Sorten möchtest du? Margarita. Tomate, Margarita, Mozzarella, was ist das jetzt? Es gibt alles mögliche her. Also, es ist Kirmes. Wo sind die Fahrgeschäfte? Oder Spinat. Kirmes ist einfach nur überall, Leute. Nice. Ist ja alles ohne Fleisch, oder? Ja, natürlich, ja, natürlich. So, Elli, okay, also, ich bin wieder selber fordert hier. Möchte ein bisschen erklären, was wir hier überhaupt vorhaben. Wir haben hier Glücksspiel. Nein. Doch, ich habe 5 Versuche. Ich habe jetzt noch 3. Was braucht man denn, um die zu gewinnen? Also, der Hauptgewinn ist dieser Smiley. Man muss hier wirklich auf den Smiley kommen. Was? Aber fast. Okay. Also Leute, wir haben hier das Hauptgewinn, das ist dieses Smiley, das sind diese Spielzeuge. Und wir haben Avocado, aber guck mal. Das ist sehr traurig jetzt. Claudio. Ich habe noch 2 Versuche bekommen. Nein. Ja, und wir haben hier Mann, Versuch, Elli. Achso, das ist aber sehr großzügig. Auf Kirmes hat man, glaube ich, immer nur einen. Naja, aber Elli, guck mal, ich nur 2-mal gewinne. Ja, aber das ist doch typisch Kirmes, weil Kirmes gewinnt man ja auch nicht alles sofort. Das stimmt. Ich habe noch 2 Versuche, let's go. Man muss immer, also gut ist, dass wir noch kein Geld von euch verlangen, ey. Ja, das stimmt. Ich probiere übrigens gerade mal unsere Pizza, ist richtig lecker. Oh! Ja! Das heißt Überraschungseier. Eine Überraschungserpackung rausholen. Die sind voll süß. Nimmst du Cinderella? Es gibt keine Jasmin drauf. Also innen drinnen. Ja, schade, ne? Komm. Nimmst du es aber trotzdem? Wir nehmen das mit Mulan, nehmen wir. Komm, ich möchte jetzt ein Unboxing. Unboxing, okay. Cool. Öffnen. Warum so viele? Nur 4? Nur. Aber das ist 2 von 8. 2 von 8. Ja, 2 von 8 sind in 2 Eiern, ist auf jeden Fall eine Überraschung drin. Ah, okay, ja. dann komm. Dann aber komm. In jedem Ei muss doch eine Überraschung drin sein. Nein, nicht in jedem. Nicht in jedem. Aber so, Claudia. Okay, du hast eine Überraschung, das ist eine Überraschung. Ja. Das ist sehr gut. Nee. Hä? Oh. Doch. Schön sein. Das ist doch. Oh, eine Cinderella. Claudia, Cinderella, wie süß. Ja, Ellie möchte was zu essen haben. Ja, ja, aber ich dachte, Ellie, komm. Ich putze sie einfach. Ich habe auch Chancen zu drehen. Dann dreh doch mal, dann red doch mal. Nicht nur Claudio. Dreh doch mal. Ich habe noch einen Versuch sogar. Nein. Du bist jetzt weg vom Fenster. Nein, ich habe 5. Eins. Mach einfach schon mal eine Tüte gebrannte Mandeln fertig. Hast du gebrannte Mandeln gesagt? Ja, wir haben noch gebrannte Mandeln. Selbst gemacht. Sind diese, ihr wisst nicht, ich lieb. Oh, guck mal. Du hast geschummelt. Nein, ich habe nicht geschummelt. Oh mein Gott, du hast dann jetzt auch noch einen. Ich nehme Ariel. Ariel. Aber wir wissen ja jetzt, was drin ist. Ich lasse es noch zu, weil ich finde, das ist irgendwie so schade. Danke, oder? Ja. Ich lasse es noch zu. Ja, wir haben ja das, was ich auch gemacht habe. Ich verschenke das so. Aha. Danke für die Mandeln. Ich glaube, das ist die sind halt noch ein bisschen warm. Also bevor ich esse, muss ich noch mal drehen. Ich habe noch 2, glaube ich, oder? Ja. Ach komm schon. Okay.
jetzt aber. Ja, Kirmes halt. Also ich meine... Nein, das zählt nicht. Warte, nein. Ah, vorbei. Nein. Naja. Also ich meine, wenn oh, du noch... Guck mal, Kathi. Wenn du so... Oh, ja. Guck mal hier, das ist... Ah doch, jetzt hat es funktioniert. Aber egal, die sind halt aber wirklich sehr lieb. Ich habe einen Prostpreis für dich. Au! Danke. Danke, gerne. Erstmal Haare raus. Hier ist Cinderella. Oh, darf ich mal? Darf ja, ich klar. Mal? Oh mein Gott, die ist ja extrem süß. So, ich habe noch einen Versuch. Ich merke schon, ich muss einfach nicht genau. Also, Leute. Also, wenn ihr noch möchtet, wir haben noch Weintrauben. Wir haben hier eine ganzen Süßigkeiten. Nur hier Süßfarben. Popcorn. Wir haben Zuckerwatte. Auch so mitnehmen. Ja. Okay. Dann also, okay, Claudio, nee, alles gut. Die gehen hier sehr, sehr weg. Tschüss, warum Claudio. Gehen sie weg? Tschüss. Ja, ich habe meine Sachen hier. Sie gehen jetzt weg. Ich habe ganz viel mitgenommen. Ja, dann viel Spaß damit. Danke. Viel Spaß damit. Bitte auch noch. Also, ich bin überfordert einfach. Das ist Salz. Hast du dich, hä? Ja, das ist Salz. Ich hab das jetzt gerade nicht geahnt. Magst du kein salziges Popcorn? Doch, es ist lecker. Was willst du hier? Hey! Oh mein Gott, Diebstahl! Der hat Kathi geklaut! Oh nein! Der hat ihn so dreist, Kathi. Ne? Der ist so Kathi hat er geklaut. Oh mein Gott, Kathi. So. Oh ja. Traurig. Oh nein. Oh nein. Diebstahl auf der Kirmes. Diebstahl auf dem Rummelplatz. Ich finde, das ist der Titel von dem Video. Aber der hat nicht mal die Schlüssel Schokolade genommen. Ja, das wollte er eigentlich mitnehmen. Der hat nicht mal die Cinderella genommen. Wo ist denn die Cinderella? Hat er die Schlüssel stehen lassen? Die steht hier. Ja, aber okay. Noch als Trostpreis rausgeben. Du, Elli, also du machst hier die ganze Zeit. Soll ich hier was zum Mitnehmen einpacken? Und du kannst natürlich gerne auch schon mal, das wollte ich eigentlich Claudio auch noch fragen, ich wusste nicht, dass er so schnell wegrennt, fragen, wie viele Sterne wir heute bekommen. Ja, ehrlich, Claudio, ihr kennt ja Claudio, der gibt ja eh immer voll wenig. Ja, dann rechnen wir nicht mehr damit. Also und ich gebe halt immer die gleichen. Das ist halt, ich kann halt, ich habe niemals was auszusetzen. Ich kann immer nur 5 von 5 geben. Es tut mir leid. Ja, das warum? Gibt Schlimmeres, ne? Es tut uns nicht leid. Also wir sind nur, wir freuen uns nur. Ja, genau. 5 von 5 so, immer. Was möchtest du haben? Boah. Mal zum Mitnehmen, Popcorn zum Mitnehmen, weil du nachst ja die ganze Stimmt. Zeit. Stimmt. Hier, das sind die Weintrauben mit Schokolade. Eine Weintrauben mit Schokolade. Was und das ist mit Zuckerglasur noch. Oh nee. Zitronenglasur. Das geht jetzt so weit. Zitronen. Dann nehme ich nur Schoko. Ja. Das reicht erstmal an Schoko. An Schoko? Ja, den würde ich, der kann auch da rein zum Mitnehmen. Wie wär's mit? Mit Pizza. Oder vielleicht mit ein paar Süßigkeiten. Soll ich noch Popcorn überfordert. Das Popcorn mag ich nicht. Das salzige gerne. Und ich glaube, ich probiere ein Pizzachen. Soll ich das salzige Popcorn in hier rein tun? Ja, das kann da ruhig mit rein. Oh, das ist ja schön. Oh, ihr habt hier, sind das Pinienkerne auf der Spinat? Das sind, glaube ich, Sonnenblumenkerne. Ach so, ups. Stimmt. Haben wir aber nicht selbst drauf gemacht, müssen wir zugeben. Ach, das war so? Echt? Sind die neu? Haben wir gekauft. Cool. Okay, was nehme ich denn jetzt hier? Käse, einmal Tomate, Mozzarella haben wir, dann haben wir 3 Käse oder 4 Käse und das ist Spinat, Creamy Spinat oder so heißt das. Das klingt ja, ich nehme mal hier mal einfach Tomate, Mozzarella, ganz simpel. Kannst du erst einmal durchfuttern und probieren, was dir schmeckt und dann nimmst du dir noch ein paar mit. 1A, also bin wieder überwältigt. Mhm. Elli machen wir immer glücklich, ne? Mhm. Lecker, wirklich. Vielen Dank. Elli, ich habe für dich... Popcorn. Das ist meine. Oh, danke schön. Die Tüte ist wirklich voll. Ich habe vergessen, ich habe auch noch die Mandeln. Auch noch. Ui. Also, ich bin wirklich schon wieder gut bedient. Gut ausgestattet. Möchtest du noch ein Stück Pizza? Oder reicht das schon? Oder möchtest du was zu trinken? Möchtest du Capri-Sonne haben? Nee. Was? Aber nur aus dem Grund, weil. Also es gibt halt immer Capri-Sonne hier. Ne? Und mittlerweile kann ich das nicht mehr. Oh mein Gott. Also, mit, ja, wirklich. Am Anfang habe ich gedacht, boah, Capri-Sonne, cool, habe ich das letzte Mal als Kind getrunken. Seitdem ich hier bin, habe ich so viel Capri-Sonne getrunken. Ich kann das einfach nicht mehr. Das ist wirklich... Raus, Elli. Elli, raus. Ihr habt ja alles, was ich brauche. Aber warte, meine Packung, die habe ich hier nochmal abgestellt. Meine Arielle, ne? Ja, genau. Das verstehe ich jetzt auch irgendwie nicht so. Also, aber du hast schon 5 Punkte vergeben, das ist richtig gut. Und das steht. Oha, wie sag mal. Danke. Gerne. Das hat mich sehr gefreut. Ja. Schick mal Claudio zurück, der soll uns nochmal Sterne geben. Claudio gibt Sterne. 5. Oh, 5. Wir haben 5 gehört. Wow. 5 oh Sterne von Claudio, das ist so wie. Das Beste, was man kriegen kann. Egal, also 5 Sterne, das ist ja richtig krass eigentlich von Claudio. So. Yes. Mal gucken, ob noch jemand kommt. Mhm. So, Elli und Claudio sind mittlerweile ja weg. Die Pizza
Essen sind auch einige weniger geworden. Wir haben ehrlich gesagt auch schon mal gegessen. Ja, also wir haben auch, ich bin auch Hunger und wir haben auch Bock auf Kirmes. Ja, und das ist auch einfach alles so toll hier halt bei uns. Halt und jetzt hoffen wir, dass vielleicht noch die eine oder andere Person vorbeikommt. Ja, hi. Herzlich willkommen. Hi. So. Oh, es riecht so gut. Es herzlich willkommen auf der KK Kirmes. Wie cringe ist das denn? Ich freue mich, ich mag das. Du freust dich, das ist sehr schön. Also sehr Eva, gut, Eva, wir haben jede Menge verschiedene Sachen da. Ja, Popcorn! Wir haben Popcorn. Und wir haben gebrannte Mandeln. Wir haben Karamell-Brezel-Popcorn, wir haben salziges Popcorn. Wir haben... du könntest was gewinnen tatsächlich. Genau. Wir haben übrigens die Katze wieder geholt, die hatte Claudio einfach geklaut. Ja. Okay. Du kennst ihn. Wir haben hier wunderschönen so Glücksraben. Und zwar, wenn du hier auf den Smiley gehst, dann darfst du eins von den diesen wunderschönen Tierchen gewinnen. Okay. Und wenn du auf Vokado gehst, dann darfst du... Die Packung haben. Zwei davon wurden schon gewonnen. Wir hatten drei ursprünglich. Ja. Und ja. Zwei wie davon sind die denn? Ja, wir durften mehrfach drehen. Okay, mal gucken. Gut. Du darfst aber kurz mal drehen. Okay. Kann ich so ein Schokospiel schon? Natürlich. Ja, klar. Okay. Ich kann dir auch gleich ein paar gebrannte Mandeln einpacken, wenn du möchtest. Die sind auch sehr, sehr gut gelungen. Freie Auswahl! Da? Hast du gemogelt, Eva? Keiner von uns hat es gesehen. Na gut, okay, dann such kannst, du kannst die auswählen. Willst du die Kati haben? Die Robbe! Du möchtest die Robbe haben. Das ist ja auch richtig schön. So. Du möchtest so eine Waffel haben? Oder? Nee, so ein Ding. So ein Stiel. Ich dachte, so eine Waffel. Okay, alles klar. Also es ist mit Zuckerguss zusammen. Es ist ein bisschen chaotisch hier geworden, deswegen alles gut. Soll ich dich zurück? Der Zuckerguss hat sich wieder selbstständig gemacht. Okay, alles klar. Möchtest du Mandeln haben? Dann, oder willst du die Apfel verteilen? Ja, gut. Ja, ich mach mal die Mandeln. Sehr lecker. Echt? Oh, das ist sehr gut. Okay. Darf ich doch mal drehen? Ich möchte nämlich einen Kaffee aufmachen. Richtig gute Herbstkirmes. Was ist das denn? Was hast du jetzt gewonnen? Überraschungseier. Echt? Vielleicht auch nicht echt, aber ich dachte, viele Kunden kommen ja nicht mehr und Eva hat es verdient, heute noch ein paar Überraschungseier zu öffnen. Und vielleicht gibt es uns ja noch eins. Ich möchte auch eins öffnen. So, hier. Die Mandeln. Möchtest du noch eine Pizza haben? Wir haben doch Pizza. Was Herzhaftes dabei. Wir haben noch Zuckerwatte, vielleicht noch Zuckerwatte. Oh yeah. Ich nehme noch so eine Zuckerwatte, nehme ich über der Hand. Okay. Nehme ich den ganzen Eimer. Wir können dir auch so ein süßes Tütchen fertig machen mit ein paar süßen Sachen. Felix, ich soll dir was mitbringen, weil Felix hat heute keine Zeit für die Kirmes. Oh. Aber er hat gesagt, er möchte so auf Felix gewartet. Felix, wenn du das siehst, die Grüße gehen raus an dich. Wir hätten dich gerne hier empfangen. Er möchte auf jeden Fall ein Ü-Ei haben, hat er gesagt. Ü-Ei? Okay. Können wir eins von deinen rausgeben, ne? Welche Prinzessin ist das? Das könnte Melina sein, genau. Noch eine Prinzessin für ihn. Tada. Cool. Ich glaube, das reicht. Okay, das war's. Das reicht. Das reicht. Okay, wunderbar. Alles dann schöne Grüße an Felix. Warum ist das warm? Nee, es ist gar nicht warm. Das waren meine. Oh krass, die Mandeln sind das, ja? Die Mandeln sind noch ein bisschen warm. So, sehe ich aus, als ob ich von der Kirmes komme? Ja, kann man so sagen. Stimmt. Warte mal. Ja, jetzt. Jetzt sieht's so aus. Ja! Yay. Sehr gute Kirmes. Dankeschön. Wie viele Sterne gibt's, Eva? 5 von 5. Cool. Yay. 5 von 5. Guck mal, diese und eine Pizza voll, möchte ich noch. Eine Pizza, eine kleine Pizza. Mit Spinat, bitte. Soll ich das auch aus? Auf die Hand? Oder hast du noch eine Hand? Drei? Auf die Hand. So. Sehr gut. Okay. Sehr gut, vielen Dank. Ich bin gerne. Weg. Tata. Bin raus. Tschüss. Viel Spaß mit deinen Sachen. So, ich glaube, das war's dann. Felix kommt ja nicht mehr. René hat sich auch abgemeldet und wir hatten sehr, sehr viel Spaß. Es war eine sehr schöne Kirmes und ich glaube, wir werden uns jetzt hier auch noch ein bisschen durchputtern. Ja, auf jeden Fall. Wir haben noch Mandeln, wir haben noch Pizza, wir haben alles Mögliche. Was hättet ihr euch bestellt bei unserer Kirmes? Und was hättet ihr gerne gewonnen? Schreibt es in die Kommentare und lasst einen Daumen nach oben da. Abonnieren, Glocke-Klingel nicht vergessen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.